Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrael.de. In diesem Video möchte ich euch die Zahlenmengen der Mathematik erklären. Wir fangen da am besten direkt von vorne an. Wenn man sich mal überlegt, wie haben die Menschen im Altertum Zahlen sich entwickelt? Naja, das Naheliegende, man hat erstmal angefangen Dinge zu zählen, Bäume zu zählen. Ein Baum, zwei Bäume, drei Bäume. Diese Zahlen waren also die ersten Zahlen, die uns bekannt waren. Oftmals hat man zum Beispiel auch die Finger einfach abzählen können. Deswegen basiert unser System heute auch noch auf der 10, besser gesagt auf der 60. Ihr kennt es von der Zeit. Nehmt euch mal die Finger vor. Ihr seht, jeder Finger hat drei Glieder, kleine Unterteilungen. Wenn ihr also vier Finger nehmt, habt ihr 12. Und ihr könnt mit dem Daumen immer direkt drauf zeigen. So hat man dann bis 12 zählen können. Und auf der anderen Hand hat man mit dem Finger durchgezählt auf 5. 5 mal 12 gibt 60. Daher das System auf 60. Das haben uns die alten Babylonier hinterlassen. So. Nun hat man also zählen können und diese Zahlen, die man zählen kann, 0, 1, 2 und so weiter, die nennen wir die natürlichen Zahlen. Der Mathematiker hat dafür ein Symbol. Er möchte nicht jedes Mal sagen, die natürlichen Zahlen oder das alles ausschreiben. Deswegen nimmt er ein n. Und dann zum Zeichen, dass es eine Menge ist, streicht er das n doppelt. Das heißt, der vordere Strich ist doppelt gestrichen. Das heißt, so sehen wir immer, wenn da irgendwie steht, eine Zahl aus n doppelt gestrichen, meint das, es ist eine natürliche Zahl, also 0, 1, 2 oder so weiter. Und ihr macht geschweifte klar am Anfang und Ende von einer Menge. Schreiben also, was sind die natürlichen Zahlen? Oder man sagt auch die Menge der natürlichen Zahlen. So, wenn man jetzt die Null da nicht reinnimmt, die Null war eine sehr wichtige Erfindung der Mathematiker. Anfangs hatten wir das nicht. Ja, man hat auch nicht Null Bäume zählen können. Man wusste nicht, dass der Baum da nicht existiert. Das heißt, diese Null gab es anfangs mathematisch gar nicht. Wenn man sowas haben möchte, dann macht man einfach hier oben an das N ein kleines Sternchen. Also n Sternchen meint für uns einfach die natürlichen Zahlen ohne die Null. Das geht auch bei den anderen Zahlenmengen, die wir nachher kennenlernen. Wenn da ein Sternchen ist, meinen wir einfach nur ohne die Null. Nun hat man sich diese Zahlen genommen, man hat angefangen damit zu rechnen. Wenn ich hier zwei Schafe habe und noch drei dazustelle, habe ich fünf Schafe. Man hat die Addition eingeführt und sich natürlich auch gleich überlegt, was passiert, wenn ich fünf Schafe habe und davon drei weggebe, dann sind es noch zwei, man hat die Subtraktion auch so direkt mitbekommen mit Addition. Und man hat irgendwann festgestellt, was passiert eigentlich, wenn ich eine größere Zahl von einer kleineren Zahl absehe. Also wenn ich sage 5 minus 6, das kann ich jetzt mit dem Schäfchen nicht mehr nachstellen, aber mathematisch kann ich das abstrakt natürlich jetzt berechnen. Und dann hat man gesagt, naja, wir müssen neue Zahlen einführen und hat dann die Zahlenmenge der ganzen Zahlen eingeführt und sagt dann einfach, das Symbol Z steht für die ganzen Zahlen. Und das meint es einfach auf die negativen Zahlen. Also, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 und so weiter. Das heißt, ich kann, das geht hier unendlich weiter und auch in den negativen Bereich unendlich weiter. Wenn ich eine Zahl habe, finde ich immer eine Zahl, die größer ist oder eine Zahl, die dementsprechend hier drüben natürlich kleiner ist. Also, das waren die ganzen Zahlen. Jetzt hatte man da zum Beispiel eine Schafsherde, man wollte wissen, wie viele Füße haben sich meine Schäfchen insgesamt. Man könnte jetzt zum einen sagen, ich habe fünf Schafe, und dann geht man hin und zählt die Beinchen durch, oder man stellt fest, jedes Schaf hat vier Beine, und dann hat man die Multiplikation sich eingeführt und sagt einfach 5 mal 4, meine Schäfchen haben also insgesamt 20 Beine. Und umgekehrt kann man natürlich fragen, ich habe 20 Beine gezählt, ich möchte wissen, wie viele Schafe ich habe, also 20 geteilt durch 4 gibt 5. Man hat also als nächstes die Multiplikation und die Division eingeführt. Bei der Multiplikation haben wir kein Problem. Wenn ich ganze Zahlen miteinander multipliziere, komme ich wieder auf eine ganze Zahl. Aber wenn ich jetzt ganze Zahlen durcheinander teile, also zum Beispiel 3 durch 2 teilen möchte, dann kann ich das nicht mit einer ganzen Zahl das Ergebnis ausdrücken. Man hat also eine neue Zahlenmenge gebraucht und hat dann die Zahlenmenge der rationalen Zahlen eingeführt. Und das sind einfach das, was ihr als Brüche kennt. Ich sage hier einfach P durch Q, Zähler durch Nenner. Für P und Q muss gelten, dass sie einfach aus der Menge der ganzen Zahlen sind. Das heißt, ich darf hier
negative wie auch positive Zahlen einsetzen. Was aber nicht sein darf, ich darf niemals durch 0 teilen. Das heißt, mein Q muss immer ungleich 0 sein. Das sind also alle Brüche. Ihr könnt euch vorstellen, 1 ist eigentlich auch ein Bruch. 1 durch 1 ist auch ein Bruch. Das heißt, in dieser Menge stecken natürlich auch die ganzen Zahlen und die natürlichen Zahlen drin. Das ist immer eine Inklusion. Das, was oben drüber steht, steckt immer auch in dem unten drunter drin. Die Zahlen werden immer größer. So, das haben wir gesagt, das sind die rationalen Zahlen. Hier auch wieder, wenn ich ein Sternchen hinmache, meine ich ohne die 0. Und wenn ich hier ein Plus hier unten zum Beispiel indiziere, dann meine ich nur die positiven Brüche. Gebe ich hier ein Minus an, dann meine ich nur die negativen Brüche. Gilt auch natürlich oben schon bei Z. Nun hat man hier mit diesen Zahlen ein bisschen weitergespielt, mit den Brüchen. Man hat sich immer mal überlegt, wie kann ich eigentlich den Kreisumfang oder die Fläche eines Kreises berechnen, wenn ich einen Radius kenne. Und dann hat man die Kreiszahl Pi entdeckt und die Zahl Pi, ihr kennt die wahrscheinlich auf dem Taschenrechner 3,14 und so weiter, die hat unendlich viele Nachkommastellen. Die kann ich also nicht als Bruch schreiben oder auch wenn ich ein Quadrat habe mit der Fläche 2 und ich möchte die Seitenlänge wissen, dann wisst ihr, die Seitenlänge ins Quadrat gibt die Fläche des Quadrats, dann komme ich auf Wurzel 2. Also die Seitenlänge eines Quadrats müsste Wurzel 2 sein. Und auch das kann ich nicht als Bruch schreiben. Ich habe also Zahlen, die nicht rational sind und diese Zahlen nennt man irrationale Zahlen. Irrationale Zahlen lassen sich also nicht als Bruch schreiben. Das heißt, man hat auf einmal noch mehr Zahlen entdeckt, die man nicht hier einordnen kann. Diese nennen wir jetzt die reellen Zahlen, alle zusammen. Und diese reellen Zahlen, das sind alle Dezimalzahlen, ob sie abbrechen oder nicht abbrechen. Also endliche und unendliche Dezimalzahlen. Und das nennen wir dann die reellen Zahlen. So, wir haben also die reellen Zahlen, die bestehen im Prinzip aus den irrationalen Zahlen und den rationalen Zahlen. Irrationale sind die, die ich nicht als Bruch schreiben kann. Auch hier wieder, wenn ich das indiziere, dementsprechend wie oben alles. Wenn man sich jetzt, das hier sind die Zahlenmengen, die ihr eigentlich im Schulleben größtenteils braucht. Manche lernen noch kurz vor dem Abi die komplexen Zahlen kennen. Das ist einfach, ganz kurz gesagt, man überlegt sich, was ist eigentlich Wurzel von minus 1. Auch da gibt es weiterhin noch Lösungen, aber die meisten brauchen das nicht. Der Zeichen wäre C. Und wer unbedingt meint, er muss Physik studieren, was ich nur empfehlen kann, oder als Mathe-Studium, dem begegnet vielleicht noch weiteres, dann hätten wir ein doppelt gestrichenes H. Aber das geht alles ein bisschen über den Stoff jetzt hier hinaus. Ich wollte es euch nur sagen. Vielen Dank, dass ihr hier reingeschaut habt. Schaut mal wieder auf lyrella.de vorbei, verfolgt uns auf Facebook oder abonniert uns bei YouTube. Dankeschön.